So Leute, da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge Let's Play Advance Wars. Immer noch mit The Wardruck hier. Mit The Wardruck hier. Genau, das dem ist Let's Player mit dem dummen Namen. Das musst du gerade sagen, was? Das musst du gerade sagen. Ich bin ja froh, dass mir YouTube noch erlaubt, mich so zu nennen, denn viele Spiele, gerade was ich so auf dem iPad oder so immer mal ein bisschen spiele, ne, sagen mir, oh, diesen Namen kannst du nicht verwenden. Weil er es kommt das Wort Blut drin vor. Genau. Tatsache ist dem so. Es ist Tatsache komisch, dass die sagen, hey, irgendwie dein Name ist nicht ganz in Ordnung. Oh, da kommt blutig vor. Ich mag meinen Steak blutig. Oh, das darfst du nicht sagen. Guckst jetzt aus, doch mal, was der Gegner so hat und wo er es hat? Nur so ein bisschen. Ich weiß, dass von dort oben gleich ein paar Panzer kommen werden, aber das ist nicht so schlimm. Der spart ganz schön, ne? Naja, er konnte bisher nichts ausgeben. Er hatte jetzt als erstes die erste Runde eine Möglichkeit gehabt, dort was zu machen. Gibt's ja hier eigentlich einen Flughafen auf der Map? Nein. Hey, wir sind in der vierten Mission. Ach so, wir sind noch ganz am Anfang. Ja, na, ich verfolge den Let's Plays nicht. Na, erstens das und zweitens mache ich ganz viele Parts mit den, ich glaube, ich habe 10 Parts oder so fast verschwendet, nur mit dem Tutorial. So Scheibenkleister. Ach, geht so. Das einzige Let's Play, was ich von dir verfolge momentan, ist, nicht mal deins. Ich wollte gerade sagen. Und zwar ist das hier, Ocarina of Time. Der Re-Upload von Scan. Ach so, ja. Weil ich hab den Upload gesehen, als er aufgenommen wurde. Ich dachte, ich spar's mir. Also, es gab ja so ein paar Folgen, wo ich da dabei war. Ein, zwei. Genau so. Und da dachte ich, ach nee. Hast du kein Geld mehr? Nö, ich hab nicht so viel Geld. Aber der hat Geld. Der wird gleich noch einen Kampfpanzer. Nee, eine Mecheinheit, ha? Witzig. Naja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall hier oben verbarrikadieren erstmal. Bam. Erstmal werde ich alles hier verbauen. Naja, er kann ja kein Flugzeug bauen, ne? Nö. Somit hast du es eigentlich ziemlich sicher, wenn du die Brücke hältst. Genau. Das ist ziemlich richtig. Eigentlich, warum schleppe ich den hier eigentlich mit mir rum? Bleib mal da unten stehen. Du nervst gerade. So, jetzt habe ich nämlich schon mal ein paar mehr Häuser. Das finde ich auch sehr schön. Wie viele Fabriken hast du da hinten? Eine? Eine, ich habe hier vorne jetzt noch gleich eine zweite eingenommen in der nächsten Runde. Ja, dann würde ich nämlich raten, hinten noch ein TTP zu bauen. Dann noch ein paar Infanterieeinheiten, dass du schneller einnehmen kannst von ihm. Du, ich habe 4 Infanterieeinheiten. Den lasse ich. Warte mal. Hast du deinen Transport-Heli noch? Ja, der ist da. Da kannst du eine Infanterieeinheit direkt auf deine Basis schieben. Das Problem ist, das da. Ja, dann tust du da Raketenwerfer noch stationieren. Auf deiner Seite. Eigentlich ist das. Das ist verdammt gut, eigentlich. Das Problem ist, ich hätte das ganz gerne gemacht, wenn der. Doch, kann ich versuchen. Du kannst den T-Heli vielleicht noch auf deine Stadt stellen. Also jetzt gerade nicht, aber. Nee, ich müsste den T-Heli hier davor stellen. Dass du eine Runde abfängst. Ja. Nein, was mache ich denn? Zack. Das da wollte ich nur. Den wollte ich voranrücken. Den Transportmanager kannst du zurückschieben, um Infanterie einzusammeln. Ja, will ich auch machen. Den muss ich hier hochheben. Den stellst du dann auf die rechte Stadt oder was? Nee, der kann da stehen bleiben. Der kann da ganz gemütlich stehen bleiben. Ja gut, jetzt hast du noch keine Stadt eingenommen, ne? Weil dann kann ich nämlich da und da, und dort steht er nämlich dann, und dann kann ich ihn wegballern. Das ist schön. Okay. Ich gebe ihm noch 2 Runden. Okay, das wollte ich auch. Das habe ich gewusst. Das war eigentlich nicht mein Plan. Das habe ich erst zu spät gemerkt. Das habe ich nicht gewollt. Achso, Moment, ich bin nicht mehr im Softwareprojekt. Ah, verdammt. Kommst du jetzt noch nicht rein? Warten. Okay. Wisst ihr was? Ich würde so lachen, wenn der jetzt abgestürzt wäre in der Runde. Ich muss den aber da behalten. Nee, der stürzt nicht ab, der hat noch 95. Achso. Achso, das ist ja das Symbol, dass er Fracht an Bord hat. Genau. Das Tanksymbol. Das Tanksymbol sieht etwas anders aus, eher so wie so ein Tank. Nein! Doch. Na. No.
Sehr schön. Ich sehe, du verstehst den Ernst der Lage. Ja. Natürlich. Ist mir jetzt egal, ich mache jetzt so ein bisschen Materialschlacht. Na, zumindest kriegst du einen guten Zeitbonus für die Schlacht, ne? Das ist richtig, und da es mir sowieso nicht nach Ranking geht, kann mir das ja alles ziemlich egal sein. Eventuell kriegst du auch einen guten Schadensbonus, weil wenn du dich durchkämpfen würdest, würdest du noch ein paar Einheiten mehr verlieren. Dem ist auch richtig. Ah, sehr schön, dass deine Einheit da steht. Wo jetzt in der Runde kann ich nämlich seinen Kampfpanzer so ein bisschen anditschen. Bam. Nächste Runde kannst du ihn besiegen. Aber dann ist schon der nächste da wieder. Naja, nächste. Na. Was tust du? So. Du solltest keinen Navi programmieren. Zack. Nächste Runde bin ich beschäftigt, das Gebäude einzunehmen. Da kann ich leider nicht. Kann eine Infanterieeinheit über dieses kleine Stück Meer drüber laufen? Nein. Das sah gerade so aus, als ob du nach. Oder war das der Angriff? Animation. Nee, du kannst. Okay. Dahin kann ich angreifen. Weil das ja. See ist und nicht Fluss. Ja, wenn da Strand wäre, würde es gehen. Ja. Aber dann wäre Strand. Oder Fluss. Oder Fluss, ja. So, jetzt habe ich ihm die wenigstens weggebounced. Was eigentlich schlecht wäre. Was schlecht ist. Einfach aus Prinzip. Einfach alles wegbouncen. Zack, ich jag mal noch einen Kampfpanzer rein. Der ist sowieso nicht rechtzeitig oben. Ich könnte doch mit einem Kampfpanzer rein. Mit einem Jagdpanzer rein kämpfen, aber egal. So. Das Problem ist, jetzt, du hast nicht genügend Zeit, um das einzunehmen. Doch, klar, ich habe alle Zeit der Welt. Zwei Runden, ich bounce den in einer Runde weg. Ich habe meinen Raketenwerfer und meine Artillerie da stehen. Stimmt, hast ja beide da. Guck mal, jetzt mache ich erst das da. Bam, 80%. Ja gut, dann geht das. Ich habe das nicht berechnet, dass du deine Artillerie noch da stehen hast. Die habe ich mit Absicht da stehen lassen, sonst hätte ich sie einem Feld vorgerückt. Da hast du doch vorgeplant. Ja, weiter bisschen, vor als ich. Bisschen. Weiter vor als ich. Und das soll schon was heißen. Du bist ja voll der Vorplaner. Natürlich. Aber ich hab das Level Tatsache noch nie auf diese Art beendet. Ich bin normalerweise immer durchgerusht. Also guck mal, jetzt hätte ich ja zum Beispiel seinen Panzer auch wegballern können. Er hat ja ganz schön viele Kampfpanzer hier, ne? Er hat ja auch einiges an Geld, ne? Ah, schade. Achso, der kann da eh nichts machen. Aber der kann da ein bisschen healen. Was tust du? Was? Er kann dir nichts mehr jetzt so. Ja, ich weiß. Es sei denn, er teleportiert sich irgendwie drüber. Er kann sich nicht teleportieren. Und verloren hat er auch noch. Wenn er taktisch angreifen würde wenigstens, weißt du, den angeschlagenen hinterher erstmal mit dem anderen Deck bouncen. Es ist die dritte Mission. Es ist KI. KD. Aber man kann den Advanced-Modus am Ende spielen und da ist es ziemlich schwierig. Ich habe verloren? Nein. Doch. Oh. Wie? Du bist es, Andy. Wer bist du? Spiel nicht den Ahnungslosen. Ich werde nie vergessen, was du getan hast. Hä? Du willst also weiter den Dummen spielen, was? Hä? Also gut, aber unser nächstes Treffen wird unser letztes sein. Hey, warte doch mal. Er ist weg. Was hatte das denn zu bedeuten? Oh ja, ich weiß es schon. Oh, schuldig ihm noch Geld? Wer zum Teufel war das? Vor allem, wer zum Teufel war das mit so einem Gesicht zu sagen? Mich wundert, dass du so einen schlechten Tempo rangekriegt hast. Geht immer schneller. Ja, es geht immer schneller, ja klar. Guck mal, hätte ich die DR gehabt, wäre ich gleich rüber geflogen. Und hätte nicht erst andere Sachen gemacht. Ja. Zehn Tage hast du gekriegt. Hey, du bist nicht eine Steinmaus. Ich bin eine Steinmaus. Was für ein Rang. Bestehende Daten überschreiben. Ja. Nein, das ist eine Falle. Oh, ich sollte nicht so pullen. Oh, ist wirklich erst das dritte Level gewesen. Entschuldige die Verspätung. Wer bist du? Ich stelle mir das vor. Wer bist du? Faust Günther. Ausgestreckt. Ich bin Max, ein Co. von Orangstar. Ich soll mich euch anschließen und hier bin ich, Fox. Ein neuer Co. Nanu? Was ist denn an dir so besonders? Du gehst alles sehr direkt an, nicht wahr?
Ich bin der Meister im Direktangriff. Willst du es wirklich wissen? Ich gehe es noch direkter an. Ich bin der Beste. Wenn meine Panzer rollen, feuern sie mit Maximum noch mehr. Verstehst du mit Maximum? Weil er Max heißt. Cool. Ich sage ja nicht, ich sei perfekt, aber man muss positiv denken, nicht? Hey Fox, du solltest nun den Code für den nächsten Kampf wählen. Du kannst mit Hilfe des Steuerkreuzes deine Wahl treffen, bla bla bla. Was? Ja. Ich habe kein Steuerkreuz, ich habe zwei Hände, ich habe kein Steuerkreuz. Was zur Hölle? Ja, du kannst also entweder, du darfst aussuchen, entweder kundschaften wir mit Andy dieses Gebiet aus oder wir lassen die schwierige Route von Max nehmen. Kommt das nicht aufs Gleiche raus oder musst du beide machen? Nö, ich muss bloß eine machen. Also ich persönlich mag Andy ja mehr als Max. Okay. Weil ich, vom Spielen her. Okay, dann nehmen wir Andy, okay? Ja, natürlich. Du darfst es entscheiden. Ich meine, wir können jetzt eine Umfrage von den Zuschauern machen und warten dann. Nein. Wann kommt die Folge raus? Ja. 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 Verdammt, oh, jetzt muss ich den Babysitter für diesen Knirps spielen. Ja, ich denke, wir haben Max genug. Ich bin kein Knirps, ich bin Co. im Sternenkorps. Sternenkorps, sorry, Star. Ich brauche keinen Babysitter, wozu auch? Ich bin die Sternprinzessin. Okay, kleiner Mann. Erzähl mir doch mal, wie die Basen zu nutzen sind. Och, bitte nein. Labert nicht. Der größte Hate aller Hates. Wie sieht die Map aus? Schön, zeige ich dir gleich. Hat der Gegner eine Basis? Weiß ich gar nicht, aber es ist Olaf. Der hier ist Olaf, ja. Eins, zwei Basen. Das ist Olaf, das ist Olaf, das ist Olaf. Der hier ist Olaf. Und sie heißen? Richtig. Das ist richtig, Günther. Ach, und er hat auch einen Hafen. Den solltest du möglichst schnell holen. Na, ich werd mein U-Boot zum Tauchgang stellen und dann da reinstellen. Wenn ich Glück habe, schaffe ich das. Ich meine, ja. Moment. Nee, ich komme nicht ran. Oder? Ah, der hat ihn schon eingenommen, ne? Hm. Oh, und der hat noch ein Schlachtschiff dahin. Nee, das ist ein Kreuzer. Das ist ein Kreuzer? Das ist ein Kreuzer. Schlachtschiff. Schlachtschiff, das ist Schild. Ein Schliff. Ein Schliff, ja? Schliff. Schliff. Ganz ruhig. Oh, das wollte ich vielleicht nicht so oft machen. Was? Ins Mikro pusten. Genau. Ich habe keinen Popschutz. Ich sag dazu jetzt nichts, oder? Nein, lass es sein. Es wird nicht besser. Ich war übrigens sehr schlau. Ne? Du hättest die Artillerie dahin stellen sollen. Nein, ich hätte... Ja gut, das ist nicht... Nee, hier steht sie besser. Wieso? Sie hätte noch nach vorne schützen können. Eins weiter vor. Ja, das Problem ist, der greift nicht den an, der greift meinen Raketenwerfer an. Und wenn er es nicht tut, dann müsste man ihn prügeln. Ja. Au, knack. Nicht dich selbst prügeln. Nein, ich doch nicht. Auch wenn das lustig ist. Oh nein, das ist ja zwei Leute in einem Schiff. Ja. Jetzt staunst du, wa? Wow. 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 Das ist viel schlimmer. Der hat da noch einen Schliff. Ich habe nicht gesehen, dass er noch einen Schliff hat. Nein. Hä? Wo kommt das denn her? Das war gerade eben noch nicht da. Ja, wir hatten gerade eben die Karte auch nur bis hierher geguckt. Oh, okay. Der hat einen Schliff. Der haut mir doch. Der haut ist der unten auf der Insel. Ist der unten auf der Insel. Strand? Aber deine Aufstellung ist nicht sehr ausgewogen. Wenn der Gegner seine U-Boote ausschickt, wärst du erledigt. Schlachtschiff auf hoher See. Kampfpanzer zu Lande. Was ist es, was ich noch bräuchte? Nichts. Reine weg. Gar nichts. Attacke! Ja, unsere Heere von U-Booten. Solange du glücklich bist, Boss. Unsere Heere von U-Booten, ne? Mhm. Ja, wenn ich mein Heer von U-Booten da losschicke, dann... Ich schicke mal mein Heer der U-Boote in den Ruhestand. Ja, hast gerade auf Tauchmanöver geschickt. Das macht er nicht nochmal. So, das waren meine Raketenwerfer. Ich sehe, du hast super mitgedacht. Ach du, er steht da echt super jetzt, muss ich sagen. Deine Gabe ist bereit, glaube ich, oder? Das würde sich jetzt richtig lohnen. Also abgesehen davon, dass ich meine Angriffe stärker würden, würde sich das so gar nicht lohnen. Du hast nicht mal besiegen können. Ich stehe zum Glück nicht in Reichweite seiner Schliffe. Das ist gut, dass es nicht Kit ist, weil Kit würde jetzt schon wieder fast rankommen. Also, Kit ist ja auch mein Lieblings-Co, muss ich sagen. Kann ich nicht mitreden. Ich habe das Spiel nicht weit genug gespielt, um alle freizuschalten. Kit ist der Gegner in der zweiten Mission.
Oh. Warte mal. Sag ich doch, ich hab's weit genug gespielt. Wir machen das anders. Feuer, bam. Wehe, das wird reicht? Wehe, das geht jetzt nicht kaputt. Doch, reicht, der schießt nicht zurück. So, und mit diesem Treffer würde ich sagen, auch für heute ist es schon wieder soweit. Boah, ist denn schon wieder soweit? Ja, es ist schon wieder soweit. Aber heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Verdammt, ich hab's verkackt. Ist nicht so schlimm. So, das war's mit dieser Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.